Welt alles angetan, schau, was wir getan haben. Was ist mit dem Frieden, den du deinem einzigen Sohn versprichst? Was ist Siehst du? mit den blühenden Fe Feldern? Kommt deren Zeit noch? Was ist mit unseren gemeinsamen Träumen? Ja, der klagt Hast du den je Herrn die an. Kinder? Hast du je die Kinder bemerkt, die in Kriegen umkommen, dass Ja, die hat Erde uns, ne? schreit und die Küsten der Meere weinen? Genau, das ist der Einsam Satan, der den gefangen. Herrn anklagt. Hey, wo ist die Welt von gestern? Was ist mit Möchte uns? jemand Buch der Tragen sein haben? Der Dennis soll ihn mal anbieten. Das ist der Satan, der durch Michael Jackson den Gott der Bibel anklagt, vor der Welt, damit die Leute vom Gott der Bibel abfallen. Kennst du dieses berühmte Interview von dem, ne, wo er diesen Reporter gesagt hat? Der hat ihn gefragt, wie bekommst du denn diese ultra heftigen Hits? Ne? Da hat er gesagt, da gehe ich in mein Mirror Room, ne, also diesen Genau. Spiegelraum, der channelt der dann mit diesem Geisteswesen. Das Da beheißt auch bleibt er einer auch seiner tagelang Bücher. da drinnen, ne? Ja, weil Spiegel, Okkultismus ist ja so, dass sie auch die Dämonen evozieren in den Spiegel. Das ist also Ja. richtig schwarze Magie. Deswegen heißt ja auch einer seiner berühmtesten Lieder Man in the Mirror. Der Ja, Mann Man im in the Spiegel. Mirror, Das genau. ist der Satan, der Dämon, der im Spiegel dann erscheint. Ja, Michael Jackson war einer der übelsten Satanisten des 20. Jahrhunderts. Der König des Pops ist er, ne? Der Titel, der König des Pops. Deswegen trägt Hallo, er auch immer guten wieder, Abend. ne? Schwarze Schuhe, weiße Socke, schwarze Hose, weißes Hemd, dieses freimaurerische Schachbrett, schwarz-weiß. Ja, und er hat immer eine weiße Handschuhe an, weil die Freimaurer auch also weiße Handschuhe tragen. Und er hat Guten auch Abend. sehr oft Zylinder angehabt. Warte Zylinder, mal, das ist warte. dann freiwillig. Ja. Guten Abend, Ja. Harun. Guten Abend. Gott segne dich, Alles mein gut? Lieber. Ja, bei dir? Danke, danke. Auch. Kennst du Wunderbar. mich noch? Da kommst du mir bekannt vor, irgendwie. Wo war das nochmal? Wo war das nochmal, Harun? Du kommst mir auf jeden Fall bekannt vor, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Mir überlegen mal, circa 2 Monate her, Ach eineinhalb so, Monate. ja, der nichts begreifen wollte und die ganze Zeit weitergemacht hat. Das kann nicht wahr sein, ey. Wie hast du es denn hier hochgeschafft, ey? Durch Resa natürlich. Ach du Da bist du Heiliger, fit geworden. Bitte? warum? Was Ich ist habe mit kein. dir, Harun? Was ist mit Harun? Das war doch dieser Iraner, der auch nicht mehr begreifen wollte, ne? Die ganzen Bestandteile des Islams, ich denen das erklärt habe, wir beide, und da hat dann Ja. die ganze Zeit auf ignorant geschaltet, ne? Ja, aber wieso Ja. hast du mich denn blockiert? Ja, irgendwann mal reicht das doch, Mann. Ey, das kann doch nicht Nein, mehr ich war wahr doch die ganze sein. Zeit gut zu dir. Kannst mich doch nicht einfach blockieren. Ja, aber du schaltest auf ignorant. Was soll ich dann damit? Man bringt es ja auch Aber nicht. habe Das ist doch verdammt dich Quatsch. nur noch die Nerven, ne? Wenn Ich ein denke, Mensch. blockiert sollten Leute werden, die persönlich werden, die beleidigen, die fluchen. Nicht Leute, die einfach reden möchten. Ja, aber Deswegen habe ich nicht wenn verstanden, endlich wieso ja ihr redet, redet. das bringt ja auch nichts mehr. Also ab einer gewissen Grenze redet man ja nur noch, um zu reden. Das bringt ja nichts. Und der Genau. Armee hat keine Zeit. Der muss weiter. Ich muss schnell nach Mekka. Ich muss weg. Kennst du diese Button dabei bei Stefan Raab? Ich muss weg. Die Ohrrufen, dieser Typ, dieser Haufen, dieser Ohrrufen, Ohrrufen. Ich muss weg. Ja, die Zeit ist kostbar. Tausch die Zeit aus. Ich muss weg. Du musst auch so Buttons an mir einfügen in deinen Livestreams. Wie Ja, bei genau, ich Stefan muss weg. Raab. Ja, Ja. ich muss weg, ich muss weg. Ja, also du merkst, Harun, ab einer gewissen Grenze, dann reicht das auch, ne? Also das bringt dann auch nicht so. Was sollen wir denn dann noch die ganze Zeit weiterreden, wenn du nicht bereit bist, die ganzen Bestandteile dann auch aufzunehmen? Du warst ja gar nicht mehr aufnahmefähig, ne? Da Schau muss mal, man ich dann muss einen auch Cut keine. ziehen. Ich bin auch nicht, sag ich mal jetzt, bereit dafür, irgendwie irgendwas zu erklären. Es gibt genügend Leute aus dem Islam, die sowas schon machen und die auf zig Argumenten schon geantwortet haben. Zum Beispiel Islam verstanden, Anthrazit, die ganzen Ach Leute, die du jedes Mal live Heilige, sind. ach du Du warst ja auch mit denen live und die machen Der schon ihre Arbeit sehr gut. Und wenn ich. Bitte. Kamelurin-Preist, ne? Der Kamelurin-Preist und sagt, das ist von Unikliniken, ne? Ja, jetzt wird Sowas es wieder Kaputtes persönlich, habe das ich ist nicht das gesehen. Problem, ne? Ja, Ich aber bin ja wie auch jetzt kaputt muss anfangen. man denn einfach nur sein? Bitte, sag es mir.
Bruder Amir, hast du gesehen, wie der Hamdi einen Arsch voll von diesem Klaus bekommen hat? Die ganze Zeit, das war die schlimmste Debatte eigentlich für ihn, ne? Ja, sonst ist er doch immer hier so großkotzig, ne? Ich mache deinen Mund kaputt. Komm, und dann hast du Ja, mal warum hat denn, gesehen. wenn Hamdi das doch so gut gemacht hat, warum hat denn kein Muslim auf seinen Kanal die Debatte hochgeladen? Warum? Ja. Warum wohl? Warum? Warum wohl? Weil Aber Amir. Unehrlichkeit im Spiel ist. Du weißt das doch selber, Unehrlichkeit. Ja, natürlich, klar. Das. Was meinst du, wenn der Klaus jetzt hier, guck mal, man hat das ja die ganze Zeit gesehen, der ist gar auf gar nichts eingegangen, der hat alles wirklich aus dem Kontext gerissen, der hat sich einfach nur todesblamiert und dann macht er Video und verdreht das. Ja, natürlich seine muslimischen Freunde, die verhärtet sind, verblendet sind, natürlich feiern die ihn. Aber wenn man fair ist, dann sehen das auch die Muslime und sagen, ey, der hat gerade, haben die wirklich, der hat einen toten Mundtod gemacht. Der Ja, aber Klaus hat gerade. wenn ihr auch fair seid, dann seht ihr auch, dass in der Vergangenheit der Ja. Klaus von Imam TV Ja. ja argumentativ zersägt wurde. Ne, wenn wir fair sind, wenn wir so vorgehen, dann Nein. sehen wir auch, dass der Klaus in der Vergangenheit sehr oft ein Problem gesteckt hat, Wo denn? wenn es Zeig mal darum geht. welches Video wo? Welches Video? Das ist online auf Imam TV. Das kann sich jeder reinziehen. Du meinst Imam TV, diese Lügenbande da, die Nee, ich nur meine Imam irgendwelche, du TV. meinst Imam TV, die Atheisten reinholen, die so, ey, das ist, die Imam TV sind die peinlichsten. Das sind die peinlichsten Muslime, die ich je gesehen habe. Warum denn? Die laden doch jeden Weil, ein, der nein, sich nein, 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 an. nein, die holen irgendwelche Unwissenden rein. Das ist schon Nein, nicht pass mehr, das, auf. ey. Ja, dann Alle mach doch eine Anfrage. Apologeten wurden gekickt. Bitte lüg nicht. Alle Apologeten Ja. wurden gekickt. Die haben das Alle sogar selber Apologeten wurden gezeigt. gekickt. Hör auf zu lügen, Bruder. Hör auf, du bist ja nicht mein Bruder. Hör Die auf haben zu sogar noch lügen. Verleumdung. Die haben sogar noch Verleumdung gegen Klaus gemacht. Ja, wir debattieren nicht mit Hetzern und Nazis und so. Was hat denn als Nazi betitelt, obwohl das Nein, nicht stimmt? die haben alle Apologeten gekickt und holen irgendwelche 0815-Typen rein. Und dann prüfen die. Ah, okay, haben die Wissen? Ah, die haben kein Wissen. Lass die mal rein. Komm, die machen wir kaputt. Leute mit Wissen kommen da gar nicht rein. Erzähl keinen Schwachsinn. Die sind live gegangen und meinten, hier, Warum wir sind kommen die jetzt denn nicht live, rein? holt uns rein, holt uns rein. Wir wurden gekickt. Hast du ein Beweisvideo? Irgendein Ey, die sind Beweisvideo? doch live gegangen, Weil das hast du ist ein eine leere Beweisvideo? Behauptung, die Ey, du gerade. die Ja? sind doch live gegangen. 10 Minuten? Ja, okay. Ah, Bruder Reza, ich muss den Stream, ich beende den Stream jetzt. Ich muss noch, ich wollte noch was machen. Amir, Amir. kannst du mich noch entblocken, bitte? Kannst du mich hier blocken und dann? So, ich schmeiß den raus. Bruder Amir, ich beende den Stream, ja? Ja, okay, ich.